Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest mit Meersalzgeschmack im Sturmsanktal. In diesem Gebiet hier, das ist ziemlich groß, starte von diesem Flugpunkt aus. Da kann man einfach von diesem Weg rechts abbiegen und an der Küste entlanglaufen. Hierbei soll man Seetang sammeln, 50 Stück. Und die knisternde Aalhaut. Natürlich werde ich euch alles zeigen, wo es zu finden ist. So sieht dieser Seetang aus. Die Mobs in diesem Gebiet können auch Seetang droppen. Unterschiedlich viel. Mal 5 Stück, mal... Ja, diesmal war es 5 Stück. Mal schauen, was dieser Mob dabei hat. Der Seetang ist auch nicht das Problem. Hier waren bloß 3 Stück dabei. Sondern ich habe öfter im Chat gesehen, Leute fragen, wo die knisternde Aalhaut ist. Die wird nämlich gedroppt von einem Mob. Ich schwimme gleich mal dahin. Wie ihr seht, hier bei dieser Insel vorbei. Und wie erscheint... Ah, hier ist der Totem-Mob. Falls euch dieses Video helfen sollte, dürft ihr gern einen Daumen hoch geben. Und oder meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Ich töte hier noch... Ah, der Mob gibt keine Aalhaut, okay. Gut zu wissen. Aber das hier loote ich noch. So. Der gesuchte Mob ist noch nicht dabei. Aber wir haben noch eine Aalhaut, die hole ich nachher. Hier nochmal die Map, wo ich gerade bin. Hier bin ich unter Wasser und hier ist der gesuchte Mob. Also neben diesem Gebüsch. Ja, einfach töten. Und wie gesagt, der droppt diese knisternde Aalhaut. Da ist ja auch schon 1 von 1. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Seetang. Den habe ich doch vorhin schon gesehen gehabt. Genau, da ist er. Und noch 2 Stück. Normalerweise sollte die Weltquest jetzt abgeschlossen sein. Jawohl, 4 Stück. Weltquest ist abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.